Blau-weiße Freudentränen am heutigen Nachmittag, gleich literweise. Nach mehr als 20 Jahren gewann der FC Schalke 04 zum ersten Mal wieder in Dortmund vor 43.000 Zuschauern im ausverkauften Westfalenstadion. Und es sah zunächst nicht nach einem Sieg der Gäste aus. Borussia Dortmund hatte zahlreiche gute Möglichkeiten, die beste durch Flemming Paulsen nach 7 Spielminuten. Schalke 04 nach der 3:4 Auftaktniederlage gegen Wattenscheid lediglich auf einer Position verändert. Für Borodjuk kam Günther Schlipper in die Mannschaft und der hatte dann in der 28. Spielminute seinen großen Auftritt. Das 1:0, der Führungstreffer für die Schalke. Günther Schlipinio Schlipper gegen Reuter, Kutowski Reinhardt und Klos, ein herrlicher Treffer. 0:1 auch der Halbzeitstand und die beiden Trainer Udo Lattek und Ottmar Hitzfeld sahen dann nach dem Seitenwechsel eine überlegene Dortmunder Mannschaft, seit 15 Monaten ja unbesiegt, heute allerdings glücklos. Einer der wenigen Schalker Konter, die 77. Spielminute, Bent Christensen das 2:0. Schön freigespielt von Michailovic, Christensen nicht im Abseits. Schalke 04 gewinnt in Dortmund mit 2:0. Ein Erfolg mit historischem Anstrich und Trainer Udo Lattek jetzt in Schalke auf Erfolgskurs. Und hier alle.